Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Transport Fever 2. Wir sehen gerade unseren Autobahnbus mit komischen Geräuschen. Der klingt so ein bisschen, als würde er nicht fahren. Das fahrende Geräusch klingt etwas, als würde er stehen. Ne, komisches. Komisches Motorengeräusch. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Auf jeden Fall hier auf der Autobahn zwischen Osttor und Bauernviertel. Ich hatte mir überlegt, diesen Bus am Anfang zu verstärken. Ich weiß noch nicht genau, was wir diese Folge machen. Wahrscheinlich so ein bisschen mehr Kleinigkeiten. Vielleicht fangen wir auch den Bau an der Strecke an. Das Erste, was wir auf jeden Fall machen werden, ist diesen Bus verstärken. Weil guckt euch das hier mal an. Die sind alle so voll, die Bahn, die Bushaltestellen hier. Den müssen wir auf jeden Fall verdoppeln, mal die Anzahl hier. Was hier fährt. Linie 4 ist auch Quatsch. Da müssen wir mal umbenennen. Ich weiß nicht, wir müssen auch mal ein einheitliches Benennungssystem, da werde ich mich später auch nochmal drum kümmern, da muss ich mal alles einheitlich benennen, jetzt erstmal Bus, Bauernviertel, weil da müsste ich eigentlich eine Zahl eintragen, aber damit ich auch mal weiß, was ist. Osttor, das ist ja die Busverbindung, weil es keine Zugverbindung zwischen den beiden Städten in dem Sinne gibt. Und die würde ich ganz gerne noch verdoppeln von der Anzahl, wenn man überlegt, wir fahren hier. 3 Stück, das wird niemals reichen, wir verdoppeln die mal auf 6. Und ich hoffe, dass so ein bisschen dann diese Bushaltestellen sich langsam leeren. Wir schalten die Musik an. Diese Folge wird eine Baufolge, denke ich mal, relativ viel. Denn eine Mitfahrt haben wir ja letzte Folge, ich glaube fast der von 38 Minuten war, glaube ich, mindestens 25 letzte Folge eine Mitfahrt. Und dann habe ich mir gedacht, diese Folge können wir ein bisschen bauen. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, Minas Osgiliath ist eigentlich unsere Baustelle, an der wir gerade sitzen. Und zwar die unterirdischen Streckenteile hier. Jetzt habe ich natürlich vergessen, das zu verbessern, dass hier noch die alten Tunnelwände sind. Das werde ich aber offscreen machen. Ich glaube, das wird euch damit jetzt nicht so besonders spannend. Ich würde gerne hier den nächsten Bahnhof anlegen. Jetzt ist die Frage. Wir können ja schon mal das S-Bahn-Netz auch so ein bisschen ausbauen, da ich das hier im Kopf haben wollte. Ich weiß, dass ich irgendeinen Bahnhof dafür auch hatte, den ich nehmen wollte. Ist ja das vielleicht? Der hat nämlich auch unterirdische Bahnhöfe, ne? Das könnte sogar sein. Na, Spiel? Schmier mir nicht ab bei dem Bahnhof. Kann natürlich sein. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt mit den Mods los ist. Ich habe die alle neu eingefügt. Doch, er macht das okay. Hat ein Autosave gehabt. Alles gut. Weil ich musste die Mods alle nochmal rausnehmen, neu einfügen, gucken, welcher nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Da war so ein paar kaputt. Deswegen hat es ja auch wieder so gedauert, bis die Folgen dann wieder gekommen sind. So, das wäre ja so ein richtig großer Bahnhof mit 3-sprigen Straßen an der Seite. Das könnte man fast hier so eventuell irgendwie reinsetzen. Wenn wir jetzt sagen, die Linie kommt von hier, die müsste dann hier rausgehen. Toll, Gethanmil bekommt nur eine Bus- bzw. Straßenbahnanbindung, denke ich mal. Wenn wir uns hier um den Nahverkehr weiter kümmern. Aber erstmal will ich die Bahnhöfe haben und zu wissen, ich mache das ja ganz gerne, dass man den Nahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen an den Bahnhöfen auslegt oder ausrichtet, weil das ist ja eigentlich der Sinn von Bussen und Straßenbahnen. Also einerseits in der Stadt hin und her zu fahren, andererseits aber auch die Bahnhöfe mit Passagieren zu bedienen, damit die Bahnhöfe mit genug Passagieren fahren. Und deswegen würde ich ganz gerne natürlich die Bus- und Straßenbahnlinien auch so ein bisschen am Bahnhof aus. Ein bisschen an den Bahnhöfen anpassen. An die Bahnhöfe anpassen, wo die liegen. Deswegen schauen wir mal. So, die Frage ist der Wittenberger Platz. Wie viele Gleise sind denn da unterirdisch? Und eventuell lassen wir den ganzen. Das sind 4 Gleise, ne? Ne, sind 6 Gleise, wenn ich so richtig sehe. Ja, ist eigentlich ein. Wie gesagt, eigentlich ein U-Bahnhof. Können wir auch wieder als S-Bahnhof nehmen oder als. Regionalexpressbahnhof und Regionalbahnhof. Da wird ja dann auch der Regionalexpress Richtung Minas Itil halten. Das wird somit eine der wenigen Linien sein, die nur auf dieser Karte verkehren. Die meisten sind ja Durchgangslinien, die hier einfach nur kurz diesen Abschnitt befahren und danach das Gebiet der Verkehrsbetriebe Ostgondor wieder verlassen. So, ich würde glaube ich wirklich diesen Bahnhof nehmen. Haben wir noch einen anderen unterirdischen, der ganz gut passt? Nee, weil da müssen wir nicht wieder hoch. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen eng. Eventuell sogar hier irgendwo hin, dass wir diese Straße damit anbinden, fände ich irgendwie ganz cool. Das heißt, wir müssen wieder die Hälfte der Stadt wegreißen. Aber so ist es, wenn man hier Großprojekte vorhat. Dann muss genau die Innenstadt leiden, aber ich hoffe, dass sie die Innenstadt genau rund um diesen Bahnhof dann später auch wieder aufbauen. So, wir drehen den nochmal ein bisschen. Ich würde den gerne genau hier so reinsetzen. So. Ein Stückchen noch nach hinten. Gerne noch ein bisschen drehen. So, da war doch gerade ging er irgendwo. Ja, so, das war so ein Stückchen gerade hier wirklich ausrichten an der Straße. Ja, guck mal, das ging noch gerade. Ich habe es gesehen. Da, ja, passt gut. Sehr schön.
Das wird also dieser Anschluss hier. Osgiliath, wir müssen die eventuell die Gleise noch umändern. Das habe ich natürlich jetzt völlig vergessen. Macht er das noch nachträglich? Das weiß ich nicht. Wir nehmen ihn nochmal wieder weg. Aber die Position passt, er passt dahin. Das war erstmal gut zu wissen. Jetzt natürlich auch alles richtig einstellen. Die Frage ist, ach, wir haben ja nur S-Bahn-Gleise, ne? Wir haben ja keine Oberleitungsgleise. Können wir das ändern? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir da Oberleitung drauf kriegen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich würde den wirklich gerne nehmen. Kriegen wir auf die S-Bahn noch Oberleitung drauf? Ich glaube ja, ne? Ja, dann bauen wir die S-Bahn an der Seite. Keine Ahnung, denkt euch was aus, warum da Stromschienen an der Seite liegen. Vielleicht, weil da früher andere Züge gefahren sind und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Überbleibsel von früher. Vielleicht waren hier früher mal Stromschienenzüge unterwegs. Und der Bahnhof steht unter Denkmalschutz und sie durften das nicht wegreißen. Ich versuche mir gerade eine Ausrede auszudenken, warum da S-Bahn-Gleise und Oberleitungen beziehungsweise Stromschienen liegen. Jetzt hoffe ich, dass wir hier noch Oberleitungen drüber kriegen. Das kann ich nicht genau sagen. Müssten wir gucken. Sieht nämlich nicht so aus, leider. Ich denke, dann wird das schwierig, da... Ich würde den wirklich gern genommen. Wirklich, wirklich. Aber wir kriegen da wohl nur andere Gleise ran. Da können wir noch irgendwie Oberleitung ja, nein einstellen. Das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Sechs Gleise könnten wir auch machen. Plattform mit Länge könnten wir einstellen. Untergrundanzeigen könnten wir einstellen. Aber leider keine Oberleitung. Schade, schade, schade. Hätte ich gern verwendet. Passt hier auch irgendwie super cool rein in die Stadt. Aber die Frage ist... Da werden wir, das sieht halt total doof aus, wenn wir da keine Oberleitung haben. Nee, das machen wir nicht. Aber hier in der S-Bahn-Linie soll ja unterirdisch ja auch nicht langfahren. Nee, das können wir auch nicht machen. Ich muss mal gucken. Nee, nochmal wieder weg. Was können wir dann sonst noch machen? Ja, wieder so einen klassischen unterirdischen Bahnhof, denke ich. Schade eigentlich. War schon eine schöne Idee, aber wird hier nicht funktionieren. Gebäude. Dann können wir die Straße eigentlich auch wieder setzen, ne? Autobahn, nee, ich will eigentlich eine ganz normale moderne sechsspurige Straße haben. Nee, die ist vierspurig, ne? Komm, lass nicht durch mal sechsspurig ausbauen. Bis hier vorne. Wenn wir jetzt eh gerade schon was weggenommen haben, können wir die auch mal sechsspurig ausbauen. Die Hauptverkehrsstraße hier. Vielleicht kommen wir ja später auch noch Busse ran, dann können wir da eine gute Busspur ransetzen. Dann machen wir das jetzt schon mal. Dann unterirdischer Bahnhof. Die Frage ist welcher. Wir haben ja nicht so viel Auswahl. Ich würde sagen, wir nehmen diesen klassischen unterirdischen Bahnhof, den man dann auch verändern kann. Underground Station, ja. Das können wir natürlich ein bisschen mehr ausrichten. Ich muss ja gucken, wo kommt die Linie her. Da muss ich einmal ganz kurz auf die Gleise gehen, um das zu sehen. Die geht hier raus und könnte dann aber auch perfekt hier rüberkommen. Das kriegen wir hin. Wir richten uns mal dran aus an... Ne, hoch wollte ich nicht setzen. Wir können mal gucken, wie hoch wir ihn schon setzen können, weil ich ja ganz gerne da hinten dann wieder raus möchte mit den Gleisen. Eigentlich müssten wir auch noch einen Umsteigebahnhof mit den S-Bahnen da bauen. Vielleicht bauen wir ihn wirklich nicht tief. Hier so eventuell. Wir müssen ein bisschen gucken, ob wir dann der Gleisanschluss noch funktioniert. Wenn man den nicht tief genug baut, dann kann man zwar den Bahnhof setzen, aber die Gleise irgendwie nicht vernünftig setzen manchmal. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie viele Gleise hier überhaupt ankommen. Das wäre noch ganz wichtig zu wissen. 6, ne? Meine ich. 1, 2. Hier ist, glaube ich, keins. 1, 2. 3, 4, meine. Das sind 4, ne? Ne, 4. Okay, 4 Gleise. Die Frage ist, bauen wir dann eine Durchgangsgleise in der Mitte? Oder lassen wir es bei den 4 Gleisen? Weil hier werden ja auch einiges an Fernverkehrszüge durchrauschen. Aber der Parlament hat auch nicht mehr Gleise, das ist der Parlamentbahnhof. Deswegen lassen wir es bei 4 Gleisen. Dann kann es natürlich sein, dass der Regionalverkehr den Fernverkehr öfter mal ausbremst. Das will ich eigentlich nicht. Vielleicht bauen wir doch nochmal eine Mitte. Oder 2 Gleise außen dran vorbei oder so.
So, erstmal 4 Gleise setzen. Also hätten wir noch links ein Vorbeifahrgleis, ne? Na, ich würde dann eventuell sogar wirklich den Fernverkehr... Oder wir machen 2 Gleise. Das wäre auch eine Idee. 2 Gleise und... Reicht das? Was haben wir denn hier an Verkehr? Nee, das wird nicht reichen. Wir brauchen 4 Gleise, glaube ich schon, weil hier die Harad-Züge halten und die Züge, die aus... Itil-Züge. Minas-IT-Züge. Wahrscheinlich wird die Minas-IT-Linie auch nur eine Verstärkerlinie sein. Also es wird dann, das ist eine Verstärkerlinie der Harad-Linie. Die Harad-Linie wird auch im Hauptbahnhof enden. Das heißt, es gibt dann durchgängige Züge, die bis Harad fahren oder durch, und dann gibt es ein paar, die in Minas-Tir dann schon enden. Minas-IT. So, ja, könnten wir so setzen. Wie lange brauchen wir den? Sind wir im Moment? Wenn sieht das so schlecht hier an den Zahlen. Wir können ja ein bisschen länger machen. Also ich glaube hier nicht, dass hier ein Fernverkehrszug sich drin verirrt, aber in Deutschland ist scheinbar auch öfter das Motto, lieber ein bisschen längere Bahnhöfe. Genau, das werden wir auch umsetzen. Das ist eigentlich ganz gut hier angesetzt. Dann setzen wir den hier ran. Und müssen jetzt noch natürlich diese oberirdischen Teile setzen, die ich wieder nicht finden werde, denke ich. Ach, guck mal, das war ja jetzt ja Zufall. Direkt richtig drauf gedrückt, Straßenkonstruktion. Ich glaube, das war Unterbewusstsein. Das sind nämlich die Ausgänge, die wir dafür brauchen. Wir drehen den nochmal. Ganz kurz aus dem Off. Nicht wundern über den Cut, nur irgendwie habe ich eine halbe Stunde da gesessen und versucht, diesen Bahnhof hinzukriegen. Und ihr seht dann gleich das, was am Ende dabei rausgekommen ist. So, nach vielen hin und her habe ich es jetzt irgendwie hinbekommen, diesen Bahnhof zu bauen. Uiui, war das ein Chaos. Ja, ist jetzt zweispurig geworden, der Tunnel. Ich muss mal gucken, ob der Verkehr das schafft. Und wir haben mal eine neue Touristenattraktion, die daraus entstanden ist, dass ich das hier irgendwie versucht habe anzugleichen. Die werden wir jetzt wieder ein bisschen hier auf die Ebene anpassen. Und dann mache ich hier einen Strand raus. Meine Idee. Hier bitte die Ebene ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich hier so einen kleinen Strand raus. Unter der Brücke tatsächlich ist vielleicht so ganz cool. Aus der Not eine Tugend machen. Das habe ich jetzt irgendwie vorhin angelegt, dass ich versucht habe, irgendwie dieses Tunnel da noch runterzukriegen. Und dann ist das sozusagen so ein kleiner. Weiß nicht, können wir das so ein bisschen runtersetzen noch so? Runter, nicht hoch. Ein bisschen angeglichen bekommen. Das macht er jetzt gar nicht mehr runter hier. Das sieht natürlich sehr unschön aus, dieser Hügel. Da müssen wir wahrscheinlich den Bahnhof wegnehmen. Ja, ach, doof alles. Ich muss da gucken, was ich hier mitmache. Weil hier haben wir jetzt überall so Objekte. Nein, er geht hier immer höher, aber runter geht er halt überhaupt nicht mehr. Das ist halt total nervig. Ah, was mache ich denn damit? Ganzen Bahnhof nochmal weg? Transport wie manchmal echt. Ich wollte das nur ein bisschen höher machen hier. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Die Hügel hinter Parlament. Keine Ahnung. Klippenformation hier. Ach, eigentlich wäre es aber auch geil, wenn es hier so ein Felsen wäre und das irgendwie so. Komm, wir machen aus der Not eine Tugend und ich mache jetzt was daraus. So. Der Parlamentsfelsen. Suche. Brauchen wir Granit? Nee, Granit bitte nicht, diese anderen Steine. Obwohl, wir können es eigentlich auch ein bisschen. Ne? Brauchen wir Steine, ja, bitte. Und dann hätte ich ganz gerne Werkzeuggröße und Stärke ein. Das müsste der jetzt alles vollsetzen. Nee, macht er nämlich nicht. Hehehe. Aus irgendeinem Grund macht das nämlich nicht. Ich würde jetzt gerne hier alles voller Steine haben. Nee, macht er nicht. Ach, das ist doch alles doof hier. Guck mal, jetzt macht das so ein bisschen. Ja, guck mal, so ungefähr haben wir das vorgestellt. So eine Felsformation hier halt. Hier ist alles voller Steine. Eventuell so eine Attraktion. Ich weiß nicht, warum Osgiliath hier Steine haben sollte. Aber ich finde, das sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Das ist halt so ein berühmter Felsen, der steht unter Naturschutz. Keine Ahnung, die Stadt hat sich drum rumgebaut.
Ach, ich denkt euch was aus. Aber irgendwie finde ich ihn auch cool. Wir lassen den jetzt so. Der Felsen von Osgiliath. Denkt euch was aus, warum der hier steht. Und nicht, weil der Bahnhof darunter liegt. Naja, gut. Vielleicht setzen wir einen anderen Baum noch darunter, setzen vielleicht irgendwie eine Straße drauf oder so, dass hier irgendwie was... Dass die Leute hier auch tatsächlich das angucken. Touristenattraktionen. Ach, wir werden da was mitmachen. Auf jeden Fall haben wir diesen Tunnel jetzt fertig und können die Strecke hier weiterbauen. Ich weiß gar nicht, wie. Ich werde das jetzt ein bisschen zusammengeschnitten haben, natürlich. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ich würde ganz gerne noch... Nochmal den Bahnhof von Minas Ithil schon mal setzen. Ich hatte erst überlegt, mit dem Kopfbahnhof zu arbeiten, dass die ja tatsächlich einen Kopfbahnhof haben und dann hier wieder rausfahren. Vielleicht machen wir das sogar. Wäre natürlich immer ein bisschen doof, wenn die Züge Kopf machen müssen. Geil wäre natürlich auch so eine Mischding, ne? Kopfbahnhof und Umfahrungsbahnhof. Oder wir bauen halt einfach quer hier so einen Bahnhof ran. Geht natürlich auch. Was haben wir denn sonst noch so? Wir haben den Leipziger aber schon verwendet. Irgendein Bahnhof, den ich vielleicht... Vielleicht habe ich ja noch einen Bahnhof, den ich noch nicht gefunden habe, den wir noch installieren können. Ich würde aber schon was Imposantes für Minas Ithil nehmen. Nicht so was Kleines hier. Erfurt haben wir verwendet. Elbbrücken passt hier nicht hin. Ich bin mir nicht sicher, was wir da als Bahnhof nehmen. Habt ihr eine Idee? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde hier da wahrscheinlich eine kurze Aufnahmepause machen. Dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier den nächsten Bahnhof rankriegen, denn ich überlege, hier noch eine S-Bahnhof ranzusetzen. Gebäude. Ich würde hier gerne einen S-Bahnhof ransetzen. Was haben wir denn da noch zur Verfügung? S oder U? Wir stehen schon wieder. Den könnte man, haben wir auch schon mehrmals genommen. Ich glaube, wir sind bei den Bahnhöfen auch fast durch. Der wäre eigentlich cool, aber hier können wir keine S-Bahn-Gleise setzen, ne? Dass wir den eventuell hier nochmal so ransetzen. Das ist halt so ein moderner Regionalbahnhof. Ich würde fast sagen, die Gleise... Wir haben natürlich ein bisschen falsch rum angefertigt, ne? Da müssten die... Gut, dann könnten die Fernverkehrsgleise hier rechts rausgehen, ne? Dann wird das hier die Strecke. Gut, dann würde ich sagen, die halten hier gar nicht mehr. Die gehen jetzt einfach raus hier. Noch ein bisschen noch unterirdisch bleiben. Vielleicht sogar unterirdisch nochmal unterm Fluss durch und dann erst hier rauskommen. Das wäre so meine Idee, ne? Da müssen wir nicht wieder hoch und runter hier. Kommen wir denn durch? Ne, kommen wir nicht auf der Höhe. Und dann gucken wir mal, wie tief wir sein müssen, damit wir hier durchkommen und bauen das dann. Kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Das ist halt wirklich ein extrem langer Tunnel. Sagen, nee, das macht passt noch nicht. Das passt auch noch nicht. Das passt auch noch nicht. So, das würde gehen. Vielleicht auch, ich habe jetzt relativ viel, ein höher noch. Geht nicht. Okay, dann haben wir genau die Höhe getroffen. Die Höhe geht. Okay, dann sind wir trotzdem noch relativ tief, glaube ich. Nee, auch hier baut er so einen kleinen Gap in der Mitte ein. Ist er noch tiefer. Ja, hier so wird es gehen. Und dann gehen wir hier in den Bahnhof rein. Machen wir jetzt wieder Berg- und Talfahrt? Ja, gut. Nee, das machen wir nochmal neu, glaube ich. Da will ich nicht zu sehr hoch runter gehen, wenn wir eh nicht so tief bleiben müssen. Und hier haben wir ja auch keinen Fluss in der Mitte, der stört oder so. Dann lass uns mal auf der Höhe bleiben. Das einfach so hier anbinden und dann wird er ja schon eine vernünftige Höhe festlegen. So. Ist auch in Ordnung, wenn wir hier 120 fahren. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt für 300 dann gleich auslegen. Obwohl, ich würde hier eigentlich gerne nochmal einen ICE-Rasen sehen. Warum nicht? Also, dass wir hier nochmal die tatsächlich für 200 oder so nach gleich auslegen. So. Jetzt müssen sie erstmal raus hier. Dann geht's hier raus, genau. Irgendwo. Wand da raus. So. Dann würde ich hier ein anderes Gleis nehmen. Für 200 freigeben oder so. Vielleicht können wir eine moderne Strecke wieder bauen. Hier so eine. Wohl nie. Lass uns hier mal normale Gleise hier die hier nehmen. Für 200 bitte.
Dann kann ich mir gut vorstellen, dass hier vielleicht ein ICE auch mal langfahren wird. ICEs. Die können dann immerhin 200 fahren. Ich hatte jetzt 300 Strecke nur mal aus, so richtige Fernverkehrsstrecke rauszumachen, fand ich ein bisschen viel. Aber 200 finde ich in Ordnung, glaube ich. Dann können hier auch einige vielleicht mal richtig ausfahren. Vielleicht fährt hier sogar auch ein Regionalexpress, der 200 fahren kann. Hier später. Der kann er dann hier auch mal spurten. München-Nürnberg-Express. Ne, keine Ahnung, was wir einsetzen. Weiß ich noch nicht. Gibt es eigentlich diese Skoda-Doppelstock-Dosters, die im München-Nürnberg-Express die neuen fahren? Die würde ich ja eventuell sogar hier einsetzen können als Regionalexpress. Das fände ich ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob es die für Transportfieber gibt. So, dann geht es hier halt wirklich geradeaus durch bis Minas Itil, der dann hier vorne kommt. Aber da schaue ich halt, wie gesagt, nochmal, was wir im Bahnhof hier nehmen. Und dann gibt es noch die Linksstrecke, die Strecke hier links. Wäre jetzt in dem Fall rechts. Die dann hier rausgeht. Und eigentlich nochmal eine Anbindung an die S-Bahn haben sollte. Da können wir aber wirklich so einen modernen Regionalbahnhof hier setzen. Wenn sich die Stadt hier eventuell noch ein bisschen ausbaut. 80 Meter, reicht das? Wenn wir so ganz kurze Bahnhöfe hier nur nehmen, weil ich überlege, hier so wirklich so ganz kurz, weil das ja keine großen Dörfer sind hier. So eine Dieselzüge. Aber Diesel in Tunnel? Nee, wir müssen da schon Elektro nehmen. Nee. Aber kurze Elektrozüge eventuell. Eine 60 Meter. Nee, 160 finde ich fast so. Ich will wirklich so einen kleinen Bahnhof noch haben. So, dass die Leute auch wirklich nicht diesen Zug nehmen über Jägersdorf und Königstraße, sondern den Regionalexpress direkt nach Rheinbrücke nehmen. Rinnenbrücke. Was ja der Rinnenbrücke wird übrigens den Bahnhof von Minas Itil bekommen. Der wird dann noch Minas Itil heißen. Oder Rinnenbrücke Minas Itil oder sowas. Irgendwie sowas wird der heißen. So. Hier können wir mal gucken, was wir an kleinen Regionalbahnhöfen noch haben. Wenn wir wieder so eine deutsche Station nehmen und einen anderen davor setzen. Ich überlege sogar, die teilweise eingleisig auszubauen. Ist vielleicht, ich weiß vielleicht ein bisschen wenig, aber irgendwie. Hier ist auch eine. Ich mag so langgezogene Bahnübergänge, das machen wir. Wenn das hier die Hauptstraße eigentlich ist, das wird interessant. Ja, aber bitte nein, 200 nicht, hier kommt. Langsam, 100 wahrscheinlich sogar. Schneller werde ich das hier gar nicht freigeben. 120 sagen wir, 120. Es ist ja auch nicht die totale Regionalstrecke. Genau, hier links raus soll ja auch noch eine Regionalstrecke gehen. Tulkas Victor, die gehen hier auseinander, das ist eine gute Idee. Wollen wir die sich mal so aufteilen lassen, so als Idee? So, dass die eine Strecke links, andere raus, links, rechts rausgeht. Oder ist das zu viel? Dann lass uns doch den Bahnhof hier direkt viergleisig ausbauen. 80 Meter passt, das lassen wir. Wo haben wir ihn? Okay, warte doch hier. Da haben wir einen modernen Regionalbahnhof. Vier Gleise. Die Frage ist, können wir zwei Gleise... Naja, wir können die ab hier elektrifizierter verbauen. Dass hier sogar... Dass ab hier elektrifiziert ist, kann ja sein. Und die Strecke links wird dann nämlich ohne elektrifiziert. Hier treffen sich nämlich die beiden Linien. Und beide werden dann eingleisig. Und hier geht es dann nicht elektrifiziert weiter. Auch mit 120 finde ich eine ganz gute Idee. Und dann werden wir nämlich hier oben, die Strecke ist nämlich, der Anschluss ist glaube ich auch nicht elektrifiziert. Genau, hier oben Richtung, wo war das hin? Rügen. Genau, Richtung Rügen ist nicht elektrifiziert. Ich weiß nicht, was wir genau machen. Die Frage ist, wollen wir diese Züge durch den Tunnel schicken? Könnt ihr auch gerne mal in den Kommentar schreiben. Ist nicht besonders realistisch. Man schickt eigentlich gar nicht diese Züge durch den Tunnel. Eventuell lassen wir die tatsächlich hier beginnen an der Station. Und die richtigen Fernverkehrszüge kommen dann hier raus. Also die halten die, diese Züge halten dann im oberen Teil. Wäre ja ganz sinnvoll, ne? Müssten die hier nur alle umsteigen, aber das ist dann halt so. Hier brauchen wir allerdings nochmal die speziellen Gleise mit den richtigen. Die hier hätte ich ganz gerne, ja.
Genau. Perfekt. Die Oberleitung bitte. So. Und eigentlich können wir auch die 300er Gleise nehmen, weil das im Tunnel finde ich diese alten Holzschwellen immer unlogisch, vor allem wenn das so ein moderner Tunnel ist. Dann lass uns doch die hier auch nehmen. 300 wird hier eh nichts fahren. Ist ja eine langsamere Linie hier. Dann würde ich sagen, aha, komm Spiel, wo bin ich jetzt? Wo ist meine Maus? Sehe ich meine Maus nicht mehr? Ach, weil das, ja. So. Und dann würde ich nämlich sagen, kommt hier... Das geht doch, oder? Kann man bestimmte Gleise die Oberleitung wegnehmen? Ne, man kann nur den gesamten Bahnhof wegnehmen, so war das. Dann lass uns doch hier... Vielleicht enden hier sogar Züge. Jetzt haben wir hier die gesamte Oberleitung weggenommen. Können wir ja gleich wieder ransetzen. So. Wir können das Tunnelportal eventuell auch nochmal überarbeiten. Das hier ist irgendwie gar kein vorhanden. Ja, da müssen wir gleich nochmal ran, dass wir ein Tunnelportal da bauen. Hier werden wir die Straße mit einer Brücke rübersetzen. Und dann würde ich hier auf jeden Fall nochmal Oberleitung geben. Und da vorne gerne eine Möglichkeit haben, dass die den hier als Kopfbahnhof benutzen können. Die beiden Gleise. Und aus der anderen Richtung können sie das ja eh. Die enden ja hier. Und wir können ja auch, das Coole ist ja, man kann ja Ersatzgleise festlegen. Das heißt, wir könnten, wenn die hier rauskommen, vielleicht können wir denen sogar sagen, hier, binden auch das Gleis nochmal hier an. Ohne Oberleitung. Das heißt, die haben drei Gleise zur Auswahl, was notfalls angefahren werden können, wenn die beiden Gleise belegt sind. Wir können denen ja sagen, fahrt eine von den drei Gleisen ein. Wenn hier oben sich das zum Beispiel staut. Das kriegen wir ja hin. Obwohl, das Gleis ist sinnlos. Nee, das machen wir nicht. Naja, können wir machen. Dann bauen wir hier auch nochmal kurze Kreuzweichen hin, um den einfach möglichst flexibel hier enden zu lassen. Wenn hier zwei Linien enden, eventuell kommt hier vorne auch noch eine Linie, die dann mit Elektrozügen bis zum Hauptbahnhof fährt. Also dann ist die hier gebrochen. Aus dem Grund, dass in Tunnel keine diese Züge dürfen und die andere nicht elektrifiziert ist. Aber ich wollte halt nicht die elektrifizierte Strecke haben. Dann geht die hier hoch. 100 hatte ich, ne? Ne, hier machen wir mal 120 wieder. Dann geht's hier links raus und die andere, die diese Fernverkehrszüge, die hier wahrscheinlich fahren werden, die werden dann hier auch ausgefädelt und hier wahrscheinlich auch wieder eingefädelt in die Fernverkehrsgleise, die in den oberen Teil des Hauptbahnhofs führen. Damit die nicht durch den Tunnel fahren müssen. So, ich hoffe, das hat einigermaßen Sinn ergeben, was ich hier baue. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich dann auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge wird. Ich werde ja ein bisschen was auch zusammen schneiden, ein bisschen Speedbild machen und so. Das passt ganz gut. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Macht's gut. Und Tschüss. Und schreibt mal rein, welchen Bahnhof ich für mich das Ziel nehmen soll, falls ihr eine Idee habt. Tschüss.